willkommen zum Thema digitale Reputation. Was ist das eigentlich? Viele sprechen drüber und die verschiedensten Begriffe kursieren. Personal Branding, Personal Reputation, Online Branding, Online Personal Branding, bla bla bla. Wir schauen, was passiert auf der digitalen Seite. So, dazu habe ich wieder ein paar Bilder und Geschichten mitgebracht. Und vier spannende Persönlichkeiten, die im gleichen Unternehmen tätig sind oder waren und sich sehr unterschiedlich im digitalen Space verhalten haben. Zunächst mal gibt es so diese Frage, was ist denn eigentlich digitale Reputation? Und ich würde gerne beginnen mit einer quasi Negativdefinition. Es gibt ein Unternehmen in Frankreich, was gerade oder in Frankreich und Spanien, was gerade vor kurzem so aufgefallen ist, und zwar sehr negativ, weil es mit falschen Mitteln versucht hat, die digitale Reputation von Menschen wieder nach oben zu bringen und die wieder gesellschaftsfähig zu machen. Und was diese Firma Eliminalia gemacht hat, war, dass sie Fake-Websites kreiert hat, bis zu 600 Stück, und die als Newsportale verkleidet, also News billig eingekauft und dazwischen immer positive News über ihre Klienten gestreut. Und plötzlich gingen auch auf den Suchmaschinen wieder diese Beiträge, die Positivbeiträge, nach oben und überdeckten alles das, was an untreuer Geschäftsbesorgung, Korruption, gerichtlichen Klagen etc. über diese Klienten an sich bekannt war. Also damit konnte man sehr viel Geld verdienen. Es gab 50.500 Kunden aus 50 Ländern. Und jetzt sieht man schon ein bisschen, wie wichtig das ist, überhaupt eine digitale Reputation zu haben und zu pflegen, weil diese Kunden haben sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt. Das ganze Phänomen ist ja relativ neu. Also das heißt, im Jahr 1995, da gab es überhaupt noch keine digitale Reputation, weil es auch kein digitales Netz gab. Die ganze Reputation war analog. Man musste zu einer Universität hingehen, um zu verstehen, hat jemand da einen Abschluss gemacht. Und wenn man das heute verifizieren will, dann guckt man in einem Online-Verzeichnis dieser Universität nach. Und das ist halt der ganz große Unterschied. Plus wir haben die ganzen sozialen Medien, plus wir haben zunehmend mehr sämtliche klassischen Medien, auch zumindest was die Headlines angeht, im Online-Space. So, das können wir scrapen und hier draus Reputationsprofile bauen. Und da unterscheiden wir immer noch nach analoger und digitaler Reputation. Kleiner Hinweis, dass die CEO Visibilität und Glaubwürdigkeit in dieser Zeit massiv gesunken ist, leider Gottes. Und das ist ein Phänomen, das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel von 4 CEOs an. So, zunächst zwei ganz bekannte Figuren, die Sie im Dachraum vermutlich kennen, Tim Höttges und John Ledger. John Ledger war der CEO von T-Mobile in den USA. Der ist zur Deutschen Telekom letztendlich gekommen über die Akquisition von T-Mobile. Das war im Jahr 2013, der Ende 2012. So, Tim Höttges war dann gerade auf dem Übergang vom CFO zur CEO der Deutschen Telekom. Und die zwei waren zuerst total unterschiedliche Charaktere. Also hier dieser deutsche klassische Manager Tim Höttges, der sich sehr zugeknöpft gab, der so ein Finanzmensch war, eher nach unten schaut, Spreadsheet orientiert. Und dann kam diese Wildcard John Ledger, ein wildes Tier, der zwar auch ein super interessanter Businessman war, ist, aber das eigentlich hinter so einer ganz coolen Maske versteckt und sich auch sehr, sehr volksnah, sehr simpel geben kann, auf irgendwelchen Skateboards durch die Gegend fährt oder Rollern, lange Haare wachsen lassen, in einer Lederjacke rumläuft, und alles, was er damals trug in seiner Telekom-Zeit, war immer mit einem Schuss Magenta durchsetzt, wie man auf den Bildern sieht. Hier tatsächlich stand 2017, habe ich zwei Bilder noch hier in meinem Archiv gehabt. So ging die ganze Sache also los. Links sieht man den Tim Höttges, so klassisch businesslike, und der John Ledger, der war schon etwas lustiger drauf und etwas
etwas lässiger. Und das hat sich dann ganz deutlich verändert, denn heutzutage sehen die zwei so aus. Die haben also auch eine optische Transformation durchgemacht, vor allen Dingen der Tim Höttges. Der hat sich ganz viel von dem John Ledger abgeschaut und ist tatsächlich auch in den digitalen Raum eingestiegen, hat extrem viel gemacht, natürlich mit der Unterstützung der Deutschen Telekom und durch deren Kommunikationsteams. Die Stand heute ist nach unserem Reputationsindex beide digitale Sichtbarkeit und Reputation sehr hoch, aber sensationellerweise unter dieser magischen Marke von 60 von theoretischen 100 Punkten, weil über 60 wird die Luft schon gefährlich. Da passiert es oft, dass einen die Medien und die Social Blogger wieder runterschreiben. Da kriegt man also massiv Gegenwind. Und die zwei managen das ausgezeichnet. Also wenn man schaut hier, 58, 56, das sind sehr, sehr gesunde, schöne Marken. Und jetzt gehen wir mal schnell weiter. Hier haben wir jetzt die beiden Chefs von Volkswagen. Da sieht man schon den Herbert Diess weggehen, aufstehen, weggehen bei der letzten Aufsichtsratssitzung. Da lacht er noch. Und klar, weil er auch ein super schönes digitales und analoges Reputationsprofil hat und mit rausnimmt aus dem Job des CEO von Volkswagen und dieses Kapital jetzt sehr intelligent bewirtschaftet, auch in dem Moment, wo er keinen Corporate Job hat. So, und dann kommt hier links was ganz Eigenartiges. Hier kommt der Oliver Blume, der neue CEO von Volkswagen, gleichzeitig CEO von Porsche. Was der hier als Profil zeigt mit 32 Punkten, das ist auf unserer Skala komplett unter der notwendigen Sichtbarkeit in der globalen CEO-Rolle. Das heißt, alles das, was er in die Öffentlichkeit bringt, hat einen automatisch viel niedrigeren Multiplikator als das, was andere sagen. Und das heißt, da muss viel, viel mehr gesendet werden, um die gleiche Aufmerksamkeit zu kriegen, was aber zurzeit nicht passiert bei der Volkswagen Group. Und es ist sicherlich übertrieben zu sagen, dass er mit dieser Denkweise Richtung Öffentlichkeit keine lange Zukunft haben wird. Das wird die Zukunft zeigen. Aber wir haben einfach ja, die Erfahrung gemacht, immer wieder, dass diese hohen öffentlichen Profile auch ein Schutz sind für die Verweildauer im Job und dass tatsächlich in diesem magischen Bereich knapp unter 60 Punkten die erfolgreichsten Manager, die am längsten in ihren Positionen bleiben, am meisten transformative Projekte realisieren können, sich aufhalten. Hier nochmal, was wir eigentlich tun. Hier sind ein paar kleine Hinweise darauf, was so ein digitales Profil ausmacht. Das ist natürlich in Wirklichkeit viel, viel mehr. Und der Algorithmus dahinter ist entscheidend. So, da haben wir also so einen traditionellen CEO, wie Sie ihn eben gesehen haben, der also digital einen sehr, sehr niedrigen Footprint hat, einen sehr kleinen Footprint. Und dann hat man einen ausgesprochen digitalen CEO, da stehen jetzt auch bewusst keine Namen dran. Und da sehen Sie einfach diesen ungleich viel höheren Multiplikator für jede Botschaft. Tatsächlich ist dann so die Zahl der Google-Einträge, wie oft wird nach dem Menschen gesucht, in welchen Ländern, auf welchen Plattformen finden wir sie oder ihn, was ist das Level an Aktivität, an Eigenaktivität, wie stark ist die Dialogfähigkeit. All das wird gemessen und wir legen immer sehr, sehr viel Wert auf Video, weil man hier natürlich am meisten spürt, welchen Mensch habe ich vor mir, darf ich dem vertrauen. Fassen wir mal zusammen. Digitale Reputation ist ein Gut, ja, was viel Zeit kostet, was aber sich relativ schnell aufbaut. Ja, also es ist nicht so, dass man jetzt erst eine Doktorarbeit schreibt und nach 3 Jahren sieht man was, sondern man sieht einfach schon sehr bald Effekte. Sehen, gesehen werden, klar, ein wichtiger Faktor hier. Und diese
anfänglich genannten Dark Hat Unternehmen, die haben das natürlich hervorragend begriffen, wie wichtig digitale Reputation ist. Wenn sie quasi nicht so wichtig wäre, würde es diese Firmen nicht geben und die würden kein Geld verdienen. Ja, der Wert der digitalen Reputation im Vergleich zur analogen steigt. Also wir sehen es ganz oft, dass eben Leute, die sehr viel Wert legen auf der analogen Seite, Zertifikate, Abschlüsse etc. über lange Zeit hin zu erwerben, dass das viel, viel weniger belohnt wird als ja, dieser Aufreger auf den sozialen Medien, der schnell viele Follower bringt. Kurz noch ein Wort zu uns. Bei CEO Positions beschäftigen wir uns mit Personal Branding und Personal Reputation für Unternehmen. Und wir machen das schon ganz lange, also seit 17 Jahren inzwischen, sind ein kleines Team, was hochspezialisiert ist auf diese Thematik, haben eigene Reputationsindizes für Personen, nicht für Unternehmen und beraten damit Kunden, die lange in ihren Positionen bleiben möchten und hier ganz Großes und Wichtiges bewirken wollen. Tschüss!